Hey ho und Gude zu einer neuen Ausgabe von Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Hier bei Shugi Manuki, der Sascha, den seht ihr im Vordergrund, mich seht ihr im Hintergrund. Heute am 23. April haben wir ein Geburtstagskind und zwar... Achso, Entschuldigung, ich bin ja dran. Roy Orbison, ich habe ein bisschen Kasper gemacht, ist egal. Roy Orbison hat heute Geburtstag, wenn er am Leben wäre, aber er ist geboren worden am 23. Richtig. April. Und Roy Orbison hat ja so Lieder gemacht wie Pretty Woman, Pretty Woman. Rockabilly, Rock, Country. You got it. Hat er auch gesungen. Ja. Oder Only the Lonely. Kennst du? Ja, aber bei ihm hört es sich wesentlich besser an als bei dir. Also ich finde mit meiner Stimme eigentlich ganz gut. Naja, egal. Am 23. April 2001 kam dieses gute Stück auf den Markt. Was ist das denn? Das ist der Pentium 4 Prozessor von Intel. Ja. Eine Revolution mit, Achtung, halte ich fest, 1,3 Megahertz. Wenn du zu mir sagst, ja, halte ich fest. Und du? Woran halte ich mir denn fest? Ja. Also wo halte ich an mich? An dir. An mir muss man mich festhalten, so, genau, oder muss ich mich an anderen Sachen festhalten? Kannst du ja aussuchen. Ja, okay. Ja. 1,3 Megahertz, ja, also es war damals wahnsinnig schnell. Ja. Heute ist man irgendwo so bei 2, 3 Gigahertz. Ja. Aber das war damals schon eine Revolution im PC-Bereich. Und das war am 23. April? 2001. Ja. Gar nicht so lange. Und am 23. April 2005 hat, ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird, Javed Karim. Mhm. Jord heißt ja dieses ehemalig wahrscheinlich Zähne gehabt, Jord. Vergangenheit von Beißer. Egal. Untergekiefert. Ja, genau. Javed Karim, mhm, einer der Gründer des Internetportals YouTube, wo wir uns jetzt hier gerade, mhm, bewegen, ja, lädt das erste Video hoch. Sah so aus. Ja, da so. Das, ist ein Standbild. Ja, das war irgendwo im Zoo. Ja. Also irgendwie hieß es Me in the Zoo oder irgend sowas. Me in the Zoo, ja. Ja. Genau. Und das war das erste Video auf YouTube 2005. Gar nicht so lange her? Ne? Naja, gut, ein bisschen schon, aber gut. Vor YouTube haben die Leute mehr gelesen. Ja. Ja. Deswegen ist auch der 23. April. Ach so, guck mal. Der Tag von YouTube, der erste Tag von YouTube ist der Welttag des Buches. Richtig. Das muss man ja auch erstmal zusammenkriegen. Siehst du? So sind die Parallelen. Am 23. April ist der Welttag des Buches, YouTube wurde erfunden, Intel Pentium kam heraus und der Roy Orbison hat Geburtstag. Da war richtig Knaller. Viel los in den Was Jahren. Da am 23. April los war. Ja, ja, ja. Ja, das wisst ihr jetzt alles und jetzt könnt ihr mit dem Angeberwissen rausgehen und könnt ein bisschen angeben und könnt hier irgendwas klar machen. Ist schon. Knick, knack und so. Und wir sagen bis morgen erstmal Cheerio, Miss Sophie.